Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von speedclipping.com. Heute zeige ich dir, wie du mit der neuen Adobe Capture Mobile App Muster erstellen kannst. Viel Spaß dabei! Du siehst, wir befinden uns jetzt hier bei mir auf dem Homescreen und ich habe die Adobe Capture App schon aus dem App Store runtergeladen. Die gibt es sowohl für Android als auch für iOS und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wird die App geöffnet. Dann hast du hier so eine grobe Übersicht und von vornherein, wenn du die App das erste Mal startest, dann wird dir angeboten, dass du dich mit dem Adobe-Konto einloggst und da ist es, wenn du die vollen Funktionen nutzen willst, sinnvoll oder wichtig, dass du dich mit genau dem Adobe-Konto anmeldest, das du auch mit Photoshop verknüpft hast. Weil dann wirst du sehen, dass alle Muster und alle anderen Dinge, die du innerhalb der App erstellst, automatisch mit Photoshop synchronisiert werden und Sekunden später hier oben bei dir auf dem Display landen. Wenn du hier die App öffnest, siehst du in deiner Bibliothek hier verschiedene Reiter, Formen, Muster, Farben, Pinsel und Looks. Aber das sind alles Sachen, auf die wir uns mit vielleicht in späteren Videos einmal fokussieren werden. Wir machen heute hier die Muster. Und siehst schon, hier ist das erste Muster, was ich schon erstellt habe und wir wollen jetzt ein neues Muster erstellen. Dafür klickst du hier unten auf das Plus-Symbol, dadurch öffnet sich die Kamera-App und ich halte das jetzt, ich habe hier vor mir einfach so einen kleinen Kleberoller stehen, den ich jetzt fotografieren werde. So sieht das natürlich nicht so spannend aus, aber man kann unten in der unteren Reihe wählen, was für eine Art von Spiegelung man haben möchte. Kann man einfach mal durchgehen und gucken, was man findet, was cool aussieht. Und ich finde, das hier sieht jetzt eigentlich schon mal ganz cool aus. Und zumal, wenn man sich überlegt, wenn ich hier näher rangehe, ja, das sieht doch ziemlich cool aus. Einmal fokussieren. Genau. Und dann löse ich aus und mache das Foto. Dann kann ich jetzt hier im Nachhinein noch bestimmen, wie das Ganze gedreht werden soll. Also du siehst dann oben in der Vorschau, wie die Spiegelung aussehen soll. Ich finde, so sieht das ganz gut aus. Dann habe ich jetzt hier eine Vorschau vom Muster, kann in der rein und rauszoomen. Ich finde vor allem hier ziemlich stark reingezoomt, sieht das doch schon mal ziemlich cool aus. Dann bestätigen wir das Ganze mit OK. Und jetzt wird das Muster gespeichert bzw. generiert. Das dauert jetzt wieder ein bisschen, zumal mein Handy ist auch nicht mehr das ganz schnellste. Und jetzt haben wir hier das Muster. Und dann kannst du hier anwählen, worin das Muster gespeichert werden soll. Und die CC-Bibliothek, also CC steht für Creative Cloud und ist damit die Bibliothek, die halt mit deinem Photoshop verknüpft ist. Wir können das Ganze jetzt hier einen neuen Namen geben. Ich nenne das einfach mal Tutorial Muster. So, bestätigen das Ganze mit OK. Hier unten ist auch das Originalbild. Und siehst du, jetzt ist hier das neue Muster aufgetreten. Und in dem Moment, wo das jetzt hier in der Bibliothek auftaucht, wird es automatisch schon angefangen im Hintergrund, wenn du im WLAN bist. Also du kannst natürlich in Einstellungen sagen, dass es nur über das WLAN synchronisiert werden soll, mit der Creative Cloud und damit mit Photoshop synchronisiert. Und genau das möchte ich dir jetzt nochmal zeigen, dass das auch wirklich geklappt hat. Du siehst hier nur das Testmuster, das bislang schon da war. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann wird das synchronisiert. Da siehst du, taucht das Tutorial-Muster auf. Und wenn ich einen Doppelklick drauf mache, siehst du schon, tada, hier ist das Muster. Und das Schöne ist, jetzt kann ich das hier größer skalieren. Du siehst, wenn ich das größer skaliere, komme ich wieder auf mein Originalbild. Wenn ich es kleiner skaliere, haben wir ein sehr, sehr feinporiges Muster. Ich finde, die Voreinstellungen von 30% sehen eigentlich immer ganz gut aus. Vielleicht ein Ticken. Und das Schöne ist, dadurch, dass du mit Mustern arbeitest, ja, das geht einfach sehr, sehr schnell. Ich habe mein Handy immer dabei, einmal rausgeholt, ein Foto gemacht und man hat schon wieder einen neuen Hintergrund für das nächste Composing oder was. Und das Schöne ist, auch jedes Muster ist halt einzigartig, weil wenn du so ein Muster selber erstellen würdest, ja, das würde eine ganz schöne Weile dauern. Ich blende gerade mal unser Modell einmal aus. So, jetzt habe ich das Muster hier und einfach um mal als Demo-Zwecken zu zeigen, was man denn damit machen kann. Naja, man kann es einfach als Hintergrund für jetzt irgendein Modellbild verwenden. Und wie du siehst, ich habe hier schon, das wurde schon von speedclipping.com freigestellt.
Und jetzt sieht das Ganze natürlich noch ziemlich unrealistisch aus, aber wenn wir den Realismus einfach ganz einfach erhöhen wollen, reduzieren wir die Deckkraft zum Hintergrund so ein bisschen. Oder wir können auch den Ebenenmodus ändern, beispielsweise hier lineares Licht oder was auch immer. Und ja, dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Jetzt kann man natürlich noch weitere Anpassungen annehmen, also beispielsweise über die Korrekturen, dann auf das ganze Bild noch eine Vignette anwenden oder weitere Tools und damit dafür sorgen, dass das Ganze noch ein wenig realistischer wirkt, beziehungsweise sich der Hintergrund besser einfügt. Aber das Ganze soll einfach nur zeigen, wofür man diese Muster super verwenden kann. Und besonders gut oder besonders schön machen sich diese Muster auch bei Karten oder bei Designs, Webdesigns beispielsweise, kann man die alle super gut verwenden. Ich muss nochmal betonen, nur damit du es nicht vergisst, wenn du dieses Synchronisieren-Feature nutzen wirst, beziehungsweise wenn das bei dir nicht funktioniert, dann musst du wirklich sicherstellen, dass du dich mit dem gleichen Konto, also mit dem gleichen Adobe-Konto, beziehungsweise der gleichen E-Mail-Adresse in beiden Anwendungen angemeldet hast. Gut, das war's dann für heute. Ich hoffe, das Tutorial hat dir geholfen. Ich hoffe, du erstellst jetzt ganz viele Muster selber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergiss nicht, das Video zu liken, zu teilen, den Kanal zu abonnieren. Tschüss!